Ja, soweit der Gesundheitsminister und über das, was da möglicherweise auf die Kliniken zukommt und über die Pläne von Minister Lauterbach kann ich nun sprechen mit Professor Wolfgang Greiner. Er ist Gesundheitsökonom. Guten Abend, Herr Professor Greiner. Hallo und guten Abend aus Bielefeld. Die finanzielle Lage der deutschen Kliniken ist so ernst wie noch nie. Das sagt der Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, in der Augsburger Allgemeinen in einem Interview. Aus Ihrer Sicht die Bestandsaufnahme, wie viele Kliniken sind in Deutschland wirklich bedroht? Also bedroht ist eine relativ große Anzahl, wenn man es rein bilanziell sieht. Die sind alle nicht gut aufgestellt. Es gibt nur noch einen ganz kleinen Teil, der wirklich über eine entsprechende Eigenkapital- und auch Gewinnbasis verfügt, die ein langfristiges Überleben deutlich macht. Einige sind da besser gestellt, weil sie zum Beispiel in öffentlicher Hand sind und deswegen viel Unterstützung bekommen. Das führt allerdings auch zu Wettbewerbsverzerrungen, weil das natürlich nicht gilt für diejenigen, die zum Beispiel in kirchlicher oder privater Hand sind. Es heißt ja, seit Corona habe die Auslastung der Kliniken stark nachgelassen. Wie kommt denn das? Welche Erklärung gibt es denn dafür? Das ist eine sehr gute Frage. Das wissen zurzeit nur wenige. Am Ende der Corona-Pandemie gab es schon so einige Menschen, die darauf hingewiesen haben, dass vielleicht ein Umdenken in der Bevölkerung stattgefunden hat, dass man gesehen hat, dass das Krankenhaus natürlich sehr hilfreich ist bei schweren Erkrankungen. Aber dass es natürlich auch ein Infektionsrisiko in sich birgt, das war schon immer so. Aber durch die Pandemie ist das offensichtlich mehr in die Köpfe auch hineingekommen. Und angebotsseitig, also von den Kranken selber, ist es so, dass eine ganze Reihe von Abteilungen auch geschlossen worden sind. Und die alte Strategie, Investitionen durch möglichst viele Mengen, also viele Patientinnen und Patienten auszulasten, die funktioniert nicht mehr, weil man gewisse Personalvorgaben hat und die durch das mangelnde Angebot am Arbeitsmarkt ohnehin nicht erfüllen kann. Ja, Stichwort Personalvorgaben, da sind wir auch ganz schnell bei der Frage, wie wird denn eigentlich das Personal in den Kliniken bezahlt? Der Chef des Krankenhausverbandes fordert Gesundheitsminister Lauterbach auf, die Vergütungen der Krankenkassen für die Krankenhäuser an die Inflationsraten der vergangenen Monate und an die Lohnerhöhungen anzupassen. Das klingt doch eigentlich ganz vernünftig, oder? Warum ist das so schwer? Auf Dauer muss das natürlich so sein, weil die Effizienzgewinne in einem Krankenhaus sind naturgemäß sehr beschränkt. Anders als in Produktionsunternehmen kann man da nicht so ganz viel erwarten, sondern ein Großteil dessen, was an Lohnerhöhungen, die ja auch gesellschaftlich erwünscht waren und auch umgesetzt worden sind, die müssen letztlich durch die Krankenkassen finanziert werden. Das wissen die auch. Die Frage ist immer, in welchem Abstand und zu welchem Zeitpunkt. Bisher war es in der Regel so, dass es im Nachhinein finanziert wurde. Das heißt, die Krankenhäuser mussten da erstmal in Vorlage treten und die Lohnerhöhungen entsprechend abdecken. Das soll sich nun eigentlich geändert haben. Aber daran strugglen die schon mal. Und das Zweite ist, dass natürlich diese Situation, über die wir eben gesprochen haben, nämlich die mangelnde Auslastung, eben auch dazu führt, dass einfach Geld fehlt, weil sehr viel von dem, was im Krankenhaus gemacht wird, Fixkosten sind. Und Fixkosten fallen eben an, ob Patienten kommen oder nicht. Und entsprechend sind dann die Ergebnisse der Krankenhäuser. Und auch dafür müssen sie am Ende des Tages letztlich einen Ausgleich kriegen, solange wie die Struktur dem noch nicht angepasst ist. Wenn so viele Kliniken bedroht sind und möglicherweise in den nächsten Jahren schließen müssen, jetzt stelle ich mir irgendeine Landrätin oder einen Landrat vor in der Eifel oder im Schwarzwald oder sonst wo, die müssen sich ja überlegen, was sie für ihre Bürger tun können. Die Gesundheitsversorgung muss ja auch irgendwie erhalten und aufrechterhalten bleiben. Was kann denn da getan werden, um einer Unterversorgung in ländlichen Räumen, um da entgegenzuwirken? Und sozusagen Zusatzfrage, Herr Professor Greiner, was kann man da aus dem Ausland beispielsweise lernen? Also die Situation in vielen unserer europäischen Nachbarländern, insbesondere in Holland und in den skandinavischen Ländern, ist eine ganz andere als hier. Dort hat man die Gesundheitsreform schon vor vielen Jahren durchgeführt, hat sich mehr fokussiert. Das ist vor allem eine Folge davon, dass die Medizin ambulanter geworden ist. Wir können heute einfach, Gott sei Dank, mehr Dinge ambulant machen, als wir das früher konnten. Und dass es spezieller geworden ist, weil viele Erkrankungen, die man früher überhaupt nicht entsprechend behandeln konnte, das kann man jetzt aber sehr speziell. Und dafür müssen die Krankenhäuser ausgerüstet sein. Dafür müssen sie eine entsprechende Größe und Expertise haben. Also wir brauchen eine andere Struktur, als sie jetzt sind.
Und Sie fragen nach den regionalen Auswirkungen von einer solchen Strukturbereinigung. Die ist im Zweifel immer schwierig. Allerdings haben wir in Deutschland, da wir ein sehr dicht besiedeltes Land sind, gar nicht so viele Landschaften, wo das wirklich ein so großes Problem mit den reinen Abständen ist, also so 20 bis 30 Minuten maximale Anfahrt, sondern es geht in der Regel eher, wie hier in Nordrhein-Westfalen, darum, sehr dicht besiedelte Gebiete so aufzustellen, dass nicht praktisch innerhalb von wenigen Kilometern schon wieder das nächste Krankenhaus da ist. Weil dafür fehlt das Personal, dafür fehlt auch die Expertise. Das ist nicht optimal, auch im Sinne der Qualität. Und das bei der Bevölkerung entsprechend deutlicher zu machen, das ist eine schwierige kommunalpolitische Aufgabe, wenn es dort zu Veränderungen kommt. Aber man wird auf Dauer nicht drumherum kommen. Sagt Professor Wolfgang Greiner, der Gesundheitsökonom. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit und schönen Gruß nach Ostwestfalen. Danke Ihnen, schönen Abend noch.